Nee. Stark. Das ist mir mal passiert. Moin, ich bin Luca Prinz, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere, ich schraube gerne an meinem Bus und ich mache gerne YouTube-Videos. In meinem Studiengang habe ich mich mit Medien beschäftigt, also mache ich Videos. Und von meinem Bus, wenn ich da dran schraube, mache ich auch YouTube-Videos und dann vereint sich das sozusagen. Am Bus schrauben und daraus Videos machen soll eigentlich mein Hauptjob sein, aber damit verdiene ich aktuell kein Geld. Ich gebe eigentlich nur mein eigenes Geld aus und mache eher Minus. In 3 Jahren hätte ich gerne meine eigene Werkstatt. Ich will nicht hier im Hof stehen. Ich würde da gerne Videos machen, wo ich die interessantesten Dinge mache und daraus dann Videos machen, um Leute zu entertainen und denen die Ideen ranzubringen. Also meine 3 wichtigsten Skills sind, glaube ich, die Problemfindung, die Lösungssuche und meine handwerklichen Skills und die Kombination mit Videoskills, um am Bus zu schrauben und daraus Videos zu machen. Ich struggle am meisten mit dem Zeitmanagement, die Kombination aus dem Bus schrauben, Videos machen, zur Uni gehen, dann noch mit Freunden treffen, das geht alles zeitlich nicht. Bei einer Jobbörse könnte ich durchaus den Traumjob in der Videoproduktion finden. Die Arbeit am Van würde ich auf jeden Fall niemals dafür aufgeben. Ich würde das nur zusätzlich dazu machen. Also wenn ich jetzt Videoproduktion den Job bekommen würde, dann würde ich da arbeiten und bei mir am Bus arbeiten. Meinem 17-jährigen Ich würde ich empfehlen, ich würde das suchen, was man am liebsten macht. Und ich würde da die komplette Zeit investieren und das Beste geben. Also ein Ziel habe ich mit dem Bus, das wäre auf jeden Fall die 16 Bundesländer in Deutschland alle zu bereisen. Ich habe so eine Deutschlandkarte als Pinnwand oben in meinem Zimmer an die Wand gehängt. Da würde ich dann die Bilder von den verschiedenen Reisen aufhängen. Also meinen Bus werde ich niemals verkaufen, wenn, dann gibt er irgendwann selber den Geist auf. Dann versuche ich nochmal selber zu investieren, dass der wieder läuft. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich den nächsten Bus kaufen, aber den gebe ich niemals auf.